ja, trotzdem wird jetzt alles schon jetzt zusammengemäht und haben wir jetzt schön fleißig reingeraucht. Da unten am Rand sieht man schon. Auf der anderen Fläche habe ich gestern schon mit unseren Laubbläser umgekehrt. Da haben wir uns so heurabi gar nicht rausgeholt, die Selbstfahrende. Nachdem eh so wenig Futter ist, ja, sparen wir uns das. Und ja, man sieht ja auf die Flächen, da ist überall schon sehr voll drin. Ja, die Kollegen sind auch schon am Mähen. Schaut da überall ziemlich mager aus. Mit dem Ertrag. Aber ja, so wie da ist natürlich gar nichts nach dem Kreiseln überblieben. Vielleicht, wenn man sie liert, heute eine Spur mehr, aber trotzdem, es bleibt immer gleich wenig Futter. Aber ja, jetzt machen wir das Beste draus. Dafür werden wir heute schon einen Teil wahrscheinlich pressen, wenn das Wetter schön haltet. Ja, haben jetzt eben vorgestern, also in zwei Tagen, haben wir es gemäht und gewendet. Und jetzt werden wir es heute dann schon wegpressen. Wetter sagt zwar gut an, aber was weg ist, ist weg. Und ja, wir werden sehen. Am Nachmittag werde ich noch etwas schwaden gehen. Mit dem Bandrechen. Aber wie gesagt, so viel ist eh nicht mehr. Nachdem ich gestern schon das meiste zusammengelegt habe, bis auf unsere Flächen, die sind gestern nicht mehr ausgegangen. Und ja, sonst werden die Flächen nachgeschwadet bei uns zu Hause. Aber ja, wir werden sehen. Da werden wir pressen heute. Presst morgen, werde ich euch noch ein bisschen mitfilmen. Vielleicht auch mit der Drohne, schauen, wie es zeitlich ausgeht. Passt, ich habe so ein kleines Update gehabt. Und jetzt geht's weiter.